Hallo meine Freunde und heute Tutorial Time. Ja. Denn es gibt ja mal immer wieder Leute, die einen fragen, wie geht das und das. Und diesmal habe ich die Frage gestellt bekommen. Also, ich habe meine alten Tutorials alle gelöscht, weil die zu Minecraft gehörten und Minecraft Tutorials gibt's genügend. Also, da überlasse ich das den anderen. Ja, okay. Also, hier heute geht's um, wie ihr schon am Untertitel lesen könnt, um Facebook-Fanpages und wie man sie erstellt. Falls ihr Fragen dazu habt, wie man das Ganze dann weiter ausführt und sowas, das könnte ich euch dann in einem anderen Video zeigen. Aber diesmal geht es nur darum, wie man eine erstellt. Und dann noch kurz ein bisschen vielleicht, was man noch grundlegend einstellen kann. Also, Seite erstellen. Und ja, warte, wir gehen nochmal zurück. Also ihr seht hier. Meine Facebook-Fanpage. Das ist die einfachste Art und Weise, eine Fanpage zu erstellen. Und zwar, man klickt einfach auf der Seite von irgendeiner x-beliebigen Fanpage auf Seite erstellen. Ich gebe euch natürlich den Link auch zu meiner Fanpage in der Videobeschreibung. Ist eigentlich immer in der Videobeschreibung. Also, ihr könnt da draufklicken und dann Seite erstellen klicken. Dann müsst ihr natürlich unter dem Namen von euch das machen. Ich habe den jetzt mal hier zensiert, weil ich keinen Bock habe, dass mich auf einmal Tonnen, nicht Tonnen Leute, aber irgendwelche Leute auf einmal adden. Künstler, Band und öffentliche Person müsst ihr anwählen. Ich glaube, keiner von euch ist ein lokales Unternehmen oder generell ein Unternehmen, eine Marke, ein Produkt oder ein guter Zweck, Gemeinschaft oder Unterhaltung. Ihr könnt natürlich auch Gemeinschaft machen, aber ihr seid eigentlich eher eine öffentliche Person. Also, ich wähle hier Unterhalte aus, denn ich unterhalte Leute, denke ich. So, dann nenne ich es einfach Julius von DLP 17. So. Ihr könnt da euren, ihr solltet da euren YouTube-Namen einfach reinschreiben. Und dann stimmt ihr der den Richtlinien für Facebook-Fanpages zu. Und dann los geht's. So, dann checkt ihr das kurz, stellt das ein. Und jetzt seid ihr hier. Julius von DLP 17 einrichten. Jetzt könnt ihr hier vom Computer hochnehmen oder von einer Webseite importieren. Ich mache jetzt gar nichts davon. Das zeige ich euch dann in einem anderen Video eben, wie schon gesagt, wenn ihr wollt. Dann könnt ihr, hier würde ich noch nicht machen. Wird diese Seite einen echten Prominenten? Die Beantwortung dieser Frage hilft deiner Seite, den richtigen Kategorien zuzuordnen, dadurch die Rangordnung deiner Seite in den Suchergebnissen verbessert wird. Da solltet ihr natürlich ja anklicken, denn sie repräsentiert ja euch. So, und dann Informationen speichern und dann bei Werbeanzeigen überspringen. Ihr könnt das gerne machen, wenn ihr zu viel Geld habt, aber ich würde es nicht machen. So, jetzt wird ihr hier noch darauf hingewiesen, dass das der Like-Button ist und das hier. Und da kannst du etwas reinschreiben. Und das hier ist der Administratorbereich. Hier könnt ihr einstellen, wie es ihr wollt. Hier könnt ihr Informationen bearbeiten und das Ganze und Profilbilder hochladen und sowas. Das kommt alles in einem anderen Video. Ciao Leute und viel Spaß mit eurer Facebook-Fanpage. Wie schon gesagt, schreibt in die Kommentare, wenn ihr noch sehen wollt, wie man das einrichtet. Aber ich glaube, das Einrichten ist eher mehr selbsterklärend als was anderes. Okay, ciao Leute.